Herzlich willkommen zu unserem Tutorial mit Jitsi. Mit Jitsi könnt ihr einfach im Webbrowser, dazu empfehlen wir Google Chrome, das funktioniert aber auch mit anderen Browsern, eine Videokonferenz starten. Wir beginnen auch hier auf unserer Webseite digital-verein.berlin. Gehen hier oben rechts auf Angebote, wählen Jitsi aus, scrollen nach unten und finden hier die Maske. In diese Maske tragen wir alle notwendigen Daten ein und erhalten dann per Mail unsere Einwahldaten. Dann begeben wir uns auf jitsi.digital-vereint.berlin und wählen hier erst einmal einen Namen für unser Meeting. Da bietet sich beispielsweise der Vereinsname und das Datum an. Mit einem Klick auf Start Meeting können wir dann die Videokonferenz starten. Nun werden wir direkt gefragt, ob wir den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon zulassen wollen. Dies bestätigen wir oben links auf Zulassen oder Erlauben. Nun erfolgt die Abfrage nach dem Organisator. Wenn wir selbst das Meeting starten wollen, klicken wir hier auf Ich bin der Organisator und geben dann unsere Einwahldaten aus der Anmeldemail ein. Mit einem Klick hier oben auf Mehr Leute einladen kann der Link zum Meeting kopiert werden oder hier direkt per Mail versendet werden. Über diesen Link können dann weitere Vereinsmitglieder der Videokonferenz beitreten. Hier seht ihr gerade mich, wie ich alleine in dem Raum bin und das Tutorial schneide. Später würdet ihr hier neben mir auch noch eure Vereinsmitglieder sehen. Für den Rest des Tutorials würde ich die Kamera wieder ausmachen, damit ich euch ein paar andere Funktionen zeigen kann. Mit einem Klick auf das Symbol unten links erreicht ihr den Chat. Hier gebt ihr euch selbst erstmal einen Namen und könnt nun mit allen Mitgliedern des Raums chatten. Wenn ihr beispielsweise euren Bildschirm oder ein Dokument von eurem PC teilen wollt, könnt ihr das mit einem Klick unten auf Bildschirm freigeben. Nun wählt ihr aus, welchen Teil eures Bildschirms ihr freigeben wollt und drückt auf Erlauben. Nun können alle im Raum befindlichen Menschen diesen Teil eures Bildschirms sehen. Mit einem Klick auf dieselbe Schaltfläche könnt ihr die Freigabe auch wieder beenden. Jitsi ist DSGVO-konform und entspricht damit den hohen Datenschutzstandards in Deutschland. Zudem ist es durch eine Verschlüsselung nochmal extra sicher. Außerdem gibt es Jitsi auch noch als App. Die findet sich unter Jitsi Meet sowohl im App Store als auch im Play Store. Ich hoffe, mit diesem Tutorial konnte ich dich bei der Nutzung von Jitsi ein wenig unterstützen. Solltest du noch weitere Fragen haben, kontaktiere uns gerne per Mail unter kontakt@digital-verein.berlin. Dort können wir dir gerne auch noch schriftlich weiterhelfen.